Grüß Gott und herzlich willkommen zur fünften Runde der Chefredakteure, wie immer aus der Bibliothek des Ferdinandihofs in Wien, zu einer Runde der Chefredakteure von alternativen Medien aus Österreich, die in wechselnder Besetzung mit einer wachsenden Zahl von Teilnehmern hier zusammenkommen. Und das Ergebnis können Sie entweder auf den Kanälen der jeweiligen Gäste sehen oder auf unserem YouTube-Kanal, den Sie im Übrigen abonnieren sollten. Wir haben heute einen Gast, und zwar Petra Steger, die von 2013 bis 2024 FPÖ-Abgeordnete zum österreichischen Nationalrat gewesen ist, zuletzt dort als Sprecherin für Sport- und EU-Agenden zuständig gewesen war und folgerichtig seit Juli 2024 auch Mitglied des Europaparlaments ist. Sie ist dort Beauftragte für Asyl und Migration, gehört auch einem entsprechenden Ausschuss im Europäischen Parlament an, ist aber nach wie vor auch der Basis verhaftet, da sie Bezirkspartei-Obfrau der FPÖ in Wien-Meidling ist. Aus der Riege der Chefredakteure haben wir heute Florian Machel von Report 24 zu Gast, der ursprünglich über ein Magazin für mittelalterliche Geschichte zur Publizistik gekommen ist und dann nach eigener Aussage spätestens seit der illegalen Massenimmigration und den islamistischen Terroranschlägen in Frankreich mobil gemacht worden ist. Florian Machel war tätig bei Alles Roger, beim Wochenblick, bei Info Direkt und ist Chefredakteur des 2021 gegründeten Report 24, das wohl das reichweitenstärkste patriotische Online-Magazin in Österreich ist, mit etwa 3 Millionen Seitenzugriffen pro Monat. Und dann haben wir auch Dr. Bernhard Tomaschitz von zur Zeit wieder zu Gast, der Jurist ist, lange in der Privatwirtschaft tätig gewesen ist und zur Zeit gegangen ist damals, weil er erkannt hat, dass man in den Systemmedien nur sehr selten eine objektive Berichterstattung finden wird, und die ist er hingegen bemüht, ist auch Autor mehrerer Bücher, insbesondere zu geopolitischen Themen, die sich insbesondere mit der Rolle der Vereinigten Staaten auseinandersetzen. Und die Blattlinie von zur Zeit, haben Sie mir einmal erzählt, ist vereinfacht gesagt alles, was nicht links und nicht dumm ist, und erscheint 42 Mal pro Jahr. Ich darf mich auch noch kurz vorstellen, Konrad Marquardt-Weiß von der Zeitschrift Der Eckart. Der Untertitel des Eckart lautet Soweit die deutsche Sprache reicht. Wir interessieren uns besonders für unsere Landsleute jenseits der Staatsgrenzen, aber auch für die Verteidigung des eigenen hierzulande. Und dazu gehört, dieses eigene auch zu kennen. Und deswegen setzen wir uns sehr intensiv mit unserer Geschichte, mit unserem Volkstum und mit unserer Kultur auseinander. Jetzt wollen wir aber in medias res gehen. Zunächst, Olympia liegt noch nicht so lange zurück. Es gab eigentlich während Olympia auch für weniger Sportinteressierte reichlich Gesprächsstoff. Die Eröffnungszeremonie war sehr kontrovers, gelinde gesagt. Die Debatten waren: Ist das mehr ein LGBTQ-Festival oder eher eine Verhöhnung der Religion, wie manche andere das gesehen haben? Herr Machel, Ihr Rückblick auf diese 14 Tage Paris. Wir sehen immer mehr Großveranstaltungen, wo seltsame Ideologie einfließt. Das hat Tradition. Ich glaube, der normale Zuseher hat es vielleicht 2014 schon mitbekommen beim Song Contest. Da ist besonders viel auch im Hinblick auf die Ukraine damals schon passiert. Das hat ja eine Vorgeschichte, der Krieg jetzt dort. Und das wird über die Medien programmiert. Man erinnert sich auch an die Eröffnung vom St. Gotthard-Tunnel und man erinnert sich an die seltsamen Kunst- und Kulturerscheinungen in Österreich, wie zum Beispiel diesen Pudertanz, der auch in aller Munde war. Oder an den Herrn Gottfried Hellenwein, der überall hängt mit seinen seltsamen Kunstwerken, blutigen Kindern und, und. Also es gibt immer wieder so Akzente, die mittlerweile in einer kürzeren Schlagfrequenz auf uns einprasseln, so kann man das sagen. Olympia ist nur die logische Folge daraus und man hat das Gefühl, dass gewisse Kreise ihre Ideologie eben
mit aller Kraft gar nicht mehr durch die Hintertür, sondern durch die Vordertür einschleusen in die Gesellschaft. Das Interessante an Olympia war im Grunde genommen die Verhöhnung des Christentums, die offene Verhöhnung des Christentums. Es ist zwar schon in der Gesellschaft so, dass man, wenn man über das Christentum spottet, erinnern wir uns an diesen Künstler Hader, der das gemacht hat, auch vor Gericht war, vor circa 10 Jahren dafür, da war das damals noch ein Skandelchen, mittlerweile ist das ja fast jedem egal im Mainstream. Also, dass man aufs Christentum losgeht, ist ja opportun, während man auf den Islam zum Beispiel so etwas niemals tun dürfte. Also ich glaube, da würde Paris brennen. Also wenn irgendetwas Vergleichbares gemacht würde in Richtung Mohammed, Koran, was auch immer, das wäre katastrophal. Mit den Christen kann man es machen. Das ist ein Auslaufmodell. Interessiert scheinbar niemanden mehr von den Eliten im Hintergrund. Und es wurde, das Bild hat wahrscheinlich jeder vor Augen, dieses letzte Abendmahl im Grunde genommen hier verhöhnt. Und soweit ich weiß, ist es so, dass der Iran den französischen Botschafter einberufen hat, wegen Verspottung der Religion, weil Jesus Christus im Iran ja auch ein Prophet ist oder im mohammedanischen Glauben. Ja, im Gegensatz zu vielen christlichen Ländern. Also die haben da jetzt nicht so ein Problem damit gesehen. Und diese gesamte Problemstellung ist halt die Selbstaufgabe unserer Kultur, dass man sich nicht mehr erinnert, das ist wichtig, sondern immer noch ein Scheuferl drauflegt, das muss mehr LGBTQ sein. Bei diesem letzten Abendmahl war ja auch dieser seltsame griechische Gott oder was auch immer das gewesen sein soll, aber blau angemalt. Dionysos soll es gewesen sein, oder? Ich glaube, so heraushängenden Geschlechtsteilen, der da im Hintergrund sich dann noch mit einem Minderjährigen ein bisschen vergnügt hat. Also da werden Akzente gesetzt, die Konservative nicht so gerne sehen wollen, sich aber heutzutage in Medienspektakel auch nicht so durchsetzen. Darum ist es auch wichtig, dass es unabhängige freie Medien wie uns gibt, die eine andere Sichtweise transportieren. Man muss aber auch offen und ehrlich sagen, wir haben es schwer, uns durchzusetzen gegen einen Mainstream, wo natürlich ein ORF und andere die volle Huldigung aussprechen. Also für die ist das toll, das ist progressiv. Und angeblich muss man ja diese LGBTQ-Szenerie sichtbar machen. Dieses Sichtbarmachen ist immer dieses Zauberwort. Muss man das? Ja? Man muss sich einmal ansehen, wie viel gibt es denn eigentlich von dieser sexuellen Spielart? Es geht ja eigentlich um Sexualität. Sexualität ist eigentlich Privatsache, sollte irgendwo zu Hause sein. Und ich würde es ja verstehen, wenn diese Menschen verfolgt werden würden, ja? Wenn sie diskriminiert werden. Das wären sie nicht. Und es handelt sich um 1 Promille weniger, denen wir alle Türen öffnen, wo wir jedes Rathaus beflacken mittlerweile und mittlerweile eine Veranstaltung, die Milliarden Menschen wahrnehmen, in oder unter den Sternen ins Zeichen dieser LGBTQ-Bewegung, dieser sexuellen, ich nenne es jetzt mal Abartigkeit, setzen müssen. Soweit vielleicht mal als Einführung. Herr Dr. Tomaschitz, wie ist Ihr persönlicher Olympia-Rückblick? Also ich kann mich da eigentlich nur den Ausführungen meines Vorredners anschließen, möchte aber darauf hinweisen, dass damit dem Sport eigentlich ein Bärendienst erwiesen wird durch diese ganze Ideologisierung, wenn versucht wird, da kulturmarxistische Ideologie zu transportieren, dass dort eben der sportliche Gedanke in den Hintergrund gerät und dass halt sehr viele Leute, die damit nichts anfangen können, dann halt in Zukunft ja halt angewidert sein werden und dann die nächsten Olympischen Sommerspiele finden 2028, glaube ich, in Los Angeles statt. Und wenn dann vielleicht die US-Präsidentin Kamala Harris heißt, ja, dann wird man vielleicht noch versuchen, das Ganze zu toppen, aber es hat dann eigentlich mit dem Sport nichts mehr zu tun. Insbesondere, und ich glaube, da können Sie mehr dazu sagen, wenn da jetzt biologische Männer bei Frauenwettbewerben im Kampfsport auftreten, dann wird einfach eine gewisse Grenze überschritten und es werden dann, wenn Frauen also gegen Männer kämpfen müssen und dann die biologischen Männer gewinnen, dann wird dieser ganze olympische Wettkampf sportlich wertlos. Das ist genau das, wo wir uns besonders auf die Frau Steger freuen, die ja von 2003 bis 2017 Leistungssportlerin, Spitzensportlerin gewesen ist, unter anderem 12-mal österreichische Basketballstaatsmeisterin gewesen ist und uns vielleicht aus eigenem Erfahren sagen kann, wie hier so die Leistungsunterschiede und damit auch die Fairness sind und was von diesen neuen Erscheinungen hier mit fragwürdiger geschlechtlicher Zuordnung zu halten ist.
bevor ich darauf antworte, vielleicht darf ich noch kurz auf das Gesagte eingehen, weil ich da auch vollkommen recht geben möchte, weil das leider Gottes nicht die erste große Veranstaltung war und leider Gottes auch nicht die letzte sein wird, die durch diese Woke-Ideologie eigentlich zerstört wird für den Zuschauer. Früher war der Eurovision Song Contest, wie Sie auch richtig gesagt haben, jeder hat sich das zu Hause angeschaut mit der ganzen Familie. Heute interessiert sich keiner mehr dafür, weil es nur noch darum geht, wer schickt den buntesten Vogel eigentlich hin, wer setzt da irgendwie ein ideologisches politisches Zeichen. Dasselbe haben wir jetzt auch bei Olympia erlebt, dass diese Woke-Ideologie immer buntere auch Blüten treibt und den Sport und für den Zuschauer absolut unattraktiv und uninteressant macht, weil kein Mensch möchte auch einen unfairen Wettbewerb mit ansehen. Das eine ist die Eröffnungsfeier, da wurde eh schon genug dazu gesagt. Es ging ja auch weiter, dass ein Athlet von Österreich das Kreuz überbicken musste, weil er es nicht zeigen durfte, eine Tätowierung. Aber der Höhepunkt war dann tatsächlich der Boxwettkampf, wo dann ein Algerier eigentlich offiziell jetzt offensichtlich Frauen verprügeln darf. Ja. Anders kann man das nicht mehr nennen. Wo einer absoluten Spitzenathletin, Angela Carini heißt sie, glaube ich, aus Italien, einer Weltklasse-Boxerin, die ein Leben lang, muss man sagen, auf Olympia hintrainiert hat, die wirklich auch Athleten ordnen ja alles auch dem einen Ziel unter, einmal bei solchen Wettkämpfen daran teilnehmen zu dürfen, einmal die Chance auf eine Medaille zu haben. Alles im Leben, von der Kindheit, Jugend an, ja, man erlebt Verletzungen, Schweiß, Tränen, man geht nicht aus, wenn die Freunde ausgehen, man ordnet alles dem einen großen Ziel unter und dann wird einem kurz vorm Ziel, das auf so eine miese Art und Weise eigentlich gestohlen, die Chance auf eine Medaille. Es ist unfair, es ist ungerecht und es ist vor allem auch eine Diskriminierung der Frauen im Sport. Und da wird im Namen einer kleinen Minderheit eine Ideologie aufgezwungen über einen Sport, der auch politisiert, ideologisiert. Es werden dadurch auch biologische Unterschiede vollkommen negiert, was einfach absurd ist, da man gerade eben zwischen Männern und Frauen diese biologischen Unterschiede im Sport nicht einfach negieren kann und darf. Männer sind körperlich wesentlich leistungsfähiger. Ich rede jetzt von 10-20%. Sie haben wesentlich mehr Muskelmasse. Sie haben wesentlich mehr Schnelligkeit, Kraft. Sie haben 10-12% mehr Muskelmasse, glaube ich. Also da gibt es einfach extrem viele Unterschiede, auch vom Stoffwechsel, von der Fettzusammensetzung, von allem. Und wenn man dann Männer gegen Frauen antreten lässt, ist das einfach nur unfair. Und ich sage immer ein Ende des Frauensports, weil Frauen werden dadurch chancenlos. Das hat man gesehen bei dieser Boxerin. Und ich hoffe, dass es niemanden kalt lässt und dass das ein paar vielleicht auch wachrüttelt, wenn man diese Bilder gesehen hat, wie sie dann wirklich heulend nach 45 Sekunden aufgegeben hat und gesagt hat, nach diesem einen Schlag, das war der stärkste Schlag, den sie jemals im Leben auch erlebt hat, und dann in Tränen erfüllter gestanden ist und hingeschmissen hat, was da für Träume, Hoffnungen und Chancen zerstört werden im Namen einer Ideologie, ist unfassbar. Und ich hoffe, dass das jetzt zumindest endlich ein bisschen wachrüttelt und dass das endlich ein Ende hat und dass da auch politisch ein Umdenken ist. Politik, Ideologie hat im Sport nichts verloren. Es soll alleine darum gehen, dass sich die besten Athleten, Athletinnen gegeneinander messen und der Beste gewinnt. Der Beste gewinnt, beziehungsweise Wettspiele der Nationen, nicht ganz so wie bei Olympia, aber haben wir mittlerweile auch in Wien, wenngleich in weniger friedlichen Disziplinen, Stichwort Syrer gegen Tschetschenen und was wir hier in den letzten Wochen alles erleben durften. Es ist von der Rechten sehr, sehr lange gewarnt worden, dass man sich durch die Masseneinwanderung auch fremde Konflikte importiert und ins eigene Land holt. Und es gibt ja tatsächlich schon Beispiele, die teilweise schon Jahrzehnte zurückliegen, wo man auch hierzulande hätte gewarnt sein können. Herr Dr. Tomaschitz, Sie haben sich zum Beispiel die Situation, wie sie sich in Großbritannien entwickelt hat, im Detail angeschaut. Ja, es hat also begonnen, es war unmittelbar nach dem Ende, also vom britischen Innen an Ende der 40er Jahre, wurde ein neues Staatsbürgerschaftsgesetz erlassen, wonach da die Bürger der nunmehr unabhängigen Staaten der ehemaligen Kolonien die britische Staatsbürgerschaft erwerben konnten, was auch sehr viele gemacht haben, konnten dann problemlos nach Großbritannien ziehen und sich dort niederlassen. Manche haben sich integriert, manche haben sich scheinbar integriert, manche haben sich überhaupt nicht integriert. Und die Politik hat die Zügel schleifen lassen. Zuerst hat man das Problem irgendwie nicht wirklich erkannt, kleingeredet. Dann kam die politische Korrektheit dazu.
Man hat dann die Einwanderer, wenn etwas nicht geklappt hat, vor allem ausschließlich als Opfer von Diskriminierung gesehen. Man hat den weißen Briten quasi so die Schuld untergeschoben. Und irgendwann einmal war das dann nicht mehr zu übersehen. Und es sind dann eben entsprechende Konflikte entstanden und auch Missstände, die lange Zeit also von den Systemmedien negiert wurden. Zu nennen ist da zum Beispiel die englische Stadt Rosarheim. Da haben also zwischen 1997 und 2013 pakistanische Banden rund 1400 Mädchen ab dem Alter von 11 Jahren systematisch missbraucht, vergewaltigt. Die wurden dann herumgereicht, sie wurden massiv eingeschüchtert. Um sie gefügig zu machen, mussten sie dann auch also vor Vergewaltigungen von anderen Mädchen mit ansehen, also wirklich schreckliche Dinge. Irgendwann einmal hat sich das dann eben nicht mehr dann unter den Teppich kehren lassen. Es hat also für mediales Aufsehen gesorgt, auch im Ausland. Und ja, die Täter wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Allerdings hat sich die Politik nicht dazu durchringen können, das Problem an der Wurzel zu packen, nämlich da die Einwanderung nach Großbritannien drastisch zu senken, beziehungsweise überhaupt auf null zu senken. Und für nicht einwanderungswillige Personen, die im Vereinigten Königreich aufhältig sind, da eine Migrationspolitik in Gang zu setzen. Und es hat dann aber auch schon früh Konflikte zwischen diesen einzelnen Einwanderergruppen gegeben. Ja, es hat sich dann auch sehr im Laufe der Zeit herausgestellt, dass die multikulturelle Gesellschaft keine Idylle bringt, sondern Konflikte. Zu nennen sind da die Unruhen in Birmingham 2005. Der Anlassfall war, da gibt es ja sehr viele Einwanderer aus karibischen Staaten, also Jamaika und so, und auch sehr viele Moslems, insbesondere aus Pakistan. Und der Anlass war, ein 13-jähriges afro-karibisches Mädchen wurde in einem pakistanischen Laden beim Diebstahl erwischt. Und von den drei, das war dann das Gerücht und der Anlassfall also für die Unruhen angeblich, von den drei pakistanischen Ladeninhabern vergewaltigt. Ja, also da die verschiedenen Gruppen sind aufeinander losgegangen. Es gab sogar Tote. Und das hat halt eben gezeigt, also wohin das führen kann, dass sich da diese einzelnen Gruppen nicht wirklich mögen. Also insbesondere bei solchen multiethnischen Konflikten in Großbritannien sind in der Regel also Einwanderer aus Pakistan beteiligt. Also da herrscht eben ein muslimisches Land, wo halt eben andere Glaubens- und Moralvorstellungen vorherrschen. Und die Einwanderer aus der Karibik sind ja doch also mehrheitlich also Christen. Dann vor 2 Jahren gab es da in der englischen Stadt Leicester Unruhen. Leicester hat, von den Einwohnern sind 35% in etwa Moslems, also vorwiegend vom indischen Subkontinent, also Indien-Pakistan, und ein Viertel sind Hindus. Die Weißen sind dort bereits in der Minderheit. Anlassfall war der Asia Cup vom Cricket-Spiel. Den haben die Pakistanis verloren. Und daraufhin ist dann irgendwo eine Massenschlägerei ausgebrochen zwischen Pakistanis und Hindus. Und das Ganze hat sich dann immer mehr aufgeschaukelt. Massive Polizeipräsenz war notwendig. Es wurden Moscheen und indische Tempel angegriffen. Es sind dann die Hindus durch die Straßen gezogen und haben gerufen, also Ehre dem Gott Rama. Also der Gott Rama dürfte im hinduistischen Glauben eine sehr wichtige Figur sein. Und die Moslems haben halt gerufen, das bekannte Allahu Akbar. Und da sieht man, dieser Konflikt hat seine Wurzeln auf dem indischen Subkontinent. Einerseits haben wir da eine politische Komponente, sprich da den Kaschmir-Konflikt. Also Kaschmir ist ja nach wie vor umstritten, also gehört zu Indien, wird aber auch von Pakistan beansprucht. Dann Indien und Pakistan haben seit der Unabhängigkeit 1947 dreimal gegeneinander Krieg geführt. Und dann spielt natürlich auch noch eine religiöse Komponente eine Rolle, nämlich Moslems gegen Hindus. Ja. Ja, Frau Steger, also Cricket-Spiele lösen bei uns in Wien vorläufig noch keine Straßenschlachten aus, braucht es aber leider auch nicht. Wie vorhin erwähnt, Syrer, Tschetschenen, sie sind eben unter anderem auch Bezirkspartei Obfrau der Freiheitlichen in Wien-Meidling, einem Bezirk, der ebenfalls mit einigen entsprechenden Problemen zu kämpfen hat. Wie sehen Sie diese jüngsten Entwicklungen? Ja, es macht mich noch immer
reihenweise fassungslos und ich bin ja auch schon seit 2013 im Nationalrat und daher auch mit dem ganzen Thema Asylmigration auch schon lange befasst, national. 2015 fing ja auch der erste Höhepunkt dieser Asylmigrationskrise an, wo massenweise nach Europa, Merkel, wir schaffen das, gekommen sind. Dann hat sich ja jetzt unter Schwarz-Grün leider Gottes auch nichts geändert. Und die Auswüchse dieser unkontrollierten, illegalen Massenzuwanderung erleben wir immer stärker in meinem Bezirk, Meidling, aber auch in zahlreichen anderen, in Wien insgesamt und schon darüber hinaus. Und es macht mich fassungslos, dass diese Bundesregierung, die schwarz-grüne Bundesregierung, jetzt unter dem auch natürlich Bundeskanzler ÖVP, die ja angeblich immer für einen rigorosen Asylkurs stehen, behaupten sie zwar immer im Wahlkampf, dann schaut das Ganze anders aus, wirklich die ganze Zeit zuschaut und die Situation in den vergangenen Jahren noch verschlimmert hat. Und mittlerweile können wir ja schon täglich in irgendwelchen Zeitungen in Österreich lesen, wieder von dem nächsten Bandenkrieg, von der nächsten Messerstecherei. In Meidling zum Beispiel war jetzt groß in den Medien diese Messerstecherei am Meidlinger Bahnhof. Dann gab es eine Schlägerei im Supermarkt. Dann hat ein Afghaner eine Frau oder seine Frau umgebracht in der Wohnung, dann erleben wir allgemein, allein wenn man nur über die Meidlinger Hauptstraße geht, sieht man die Afghanen, die Tschetschenen, die Syrer, die immer in ihren Horden sitzen, immer parat ein Messer eingesteckt. Ich selber wurde auch schon bedroht. Also man fühlt sich auch, ich glaube, da geht es jetzt nicht mehr nur Frauen so, mittlerweile total unsicher, da auch irgendwo alleine noch unterwegs zu sein. Im 10. Bezirk ist die Situation noch schlimmer. Also dort lautet das Motto überhaupt mittlerweile, meine tägliche Messerstecherei gibt mir heute. Also dort kann man wirklich einen Vorfall nach dem anderen nur noch erleben. Und diese schwarz-grüne Bundesregierung schaut tatenlos zu. Wir haben allein im letzten Jahr über, glaube ich, 80.000 Asylanten in Österreich gehabt, im Jahr davor 110.000, in diesen 5 Jahren schwarz-grüner Bundesregierung über 250.000 illegale Migranten und mit denen, weil unkontrolliert kommen reihenweise Gefährder, Terroristen, Islamisten ins Land nach Österreich. Sie werden alle eingeladen mit allen Sozialleistungen, Goodies. Sie alle kommen hauptsächlich nach Österreich und Deutschland und seit Jahren wird da nichts geändert. Und aus diesem Grund fordern wir auch unter dem Titel Festung Europa und wenn die nicht möglich ist, Festung Österreich, endlich diese notwendige Trendwende. Wir erinnern uns, dass während der letzten blauen Regierungsbeteiligung ja der Migrationspakt verabschiedet worden ist, wo die Freiheitlichen mit großer Mühe immerhin verhindern konnten, dass Österreich dafür stimmt. Jetzt ist das schon ein paar Jahre her. Wie hat sich dieser Migrationspakt ausgewirkt? Ist das eigentlich ein Pakt für Migration oder gegen? Und wie hat das mit den europäischen Institutionen zu tun? Das sind jetzt zwei unterschiedliche Dinge. Das, was jetzt auf europäischer Unionsebene beschlossen wurde, ist der Asyl- und Migrationspakt, der auch schon länger in Verhandlung war. Der wurde leider Gottes auch entgegen aller Versprechungen der österreichischen Volkspartei eigentlich beschlossen und geht jetzt in Umsetzung. Und im Wesentlichen ist das keine Trendwende, keine Schubumkehr, wird nichts im Asyl- und Migrationsbereich ändern. Im Wesentlichen ist es nur ein Einzementieren der Massenzuwanderung. Und im Wesentlichen geht es nur um diese Flüchtlingsverteilung, das, was angeblich halt immer versprochen wurde, was es niemals geben wird, auch mit der österreichischen Volkspartei. Im Wesentlichen können wir, auch aus Österreich, haben wir ein Stück Souveränität abgegeben. Wir können nicht mehr darüber entscheiden, wer schlussendlich nach Österreich kommt, wen wir aufnehmen, sondern wenn dieser sogenannte Solidaritätsmechanismus ausgelöst wird, obwohl ich finde den Titel allein schon lustig, Solidaritätsmechanismus, ich meine, Solidarität, das ist ja eigentlich ein Oxymoron, ist ja immer aus einer intrinsischen Motivation heraus, ist man solidar und man ist nicht gesetzlich dazu verpflichtet. Ja. Also ist ja eigentlich absurd. Aber wir können, wenn der ausgelöst wird, nur noch darüber entscheiden, ob wir dann die Flüchtlinge aufnehmen oder pro abgelehnten Asylwerber zahlen. Also 20.000 Euro pro abgelehnten Asylwerber, muss man sagen, als Nettozahlerstaat. Also wir kaufen uns sozusagen frei. Es gibt in der Europäischen Union nur, glaube ich, 7, 8 Nettozahler, die mehr einzahlen, als sie bekommen. Österreich gehört dazu. Auch da dürfen wir in Zukunft mehr zahlen. Aber im Wesentlichen ändert es nichts am System, weil die Außengrenzen werden noch immer nicht geschützt. Von der Leyen kündigt immer nur an, Frontex wird aufgestockt, bringt auch nichts, wenn man halt das Mandat nicht ändert, dass es halt Pushbacks auch ermöglicht werden, auch das ist eine Forderung. Die Grenzen gehören geschützt, auch da gehören Pushbacks dazu. Im Wesentlichen sollen solche Einkehrzentren an den Außengrenzen auch geschaffen werden mit Schnellverfahren. Auch das ist ja reine Augenauswischerei, weil da Ministerin Baerbock ganz stolz verkündet, nachdem das beschlossen wurde, wir wissen ja, diese 360-Grad-Wende, dass im Wesentlichen nur ein sehr geringer Prozentsatz der ankommenden Asylanten in diese Schnellverfahren kommen. Diejenigen, die
schon eine sehr geringe Anerkennungswahrscheinlichkeit haben. Und das sind dann, sage ich ja am Ende, schlussendlich nur diejenigen, die vorher nicht von NGOs gebrieft wurden, dass sie ihren Pass weghauen, weil ich glaube, das wird sich ziemlich schnell rumsprechen, welche Länder das betrifft. Und dann werden diese Länder, also diese Asylanten ziemlich schnell in Europa verteilt werden. Ich habe dann auch im Ausschuss mehrfach auch den Bundeskanzler Nehammer, der dann auch zugestimmt hat, gefragt, ja, aber was passiert denn mit denjenigen, nehmen wir mal an, es gibt irgendwelche in Schnellverfahren, die abgelehnt werden, einen negativen Asylbescheid bekommen. Ja, wohin werden die denn abgeschoben? Weil Rückführungsabkommen gibt es noch immer nicht. Abkommen mit Drittstaaten gibt es nur zur Verhinderung der Migration. Das ist da, wo wir dann Milliarden an Tunesien oder Libanon oder sonst irgendwas zahlen und in Wirklichkeit die Migrations- und Sozialsystem nicht verhindern. Das heißt, wohin führen wir die? Lassen Sie wir sie auf der anderen Seite raus und gehen es dann wieder bei der nächsten Stelle hinein. Also es ist alles Augenauswischerei. Im Wesentlichen wird die Migration nicht gestoppt. Und das wesentlichste Problem ist ja noch immer diese interkontinentale Fluchtbewegung, wo eigentlich Menschen aus allen Herren Ländern sich im Wesentlichen in das Land mit dem besten Sozialsystem auf den Weg machen, Österreich, Deutschland. Und im Wesentlichen muss es endlich diese Schubumkehr geben, dass Asylschutz auf Zeit nämlich vor Ort in den jeweiligen Krisenregionen stattfindet und in Europa gar nicht mehr. Herr Machl, Sie haben schon in den Startlöchern gescharrt, bitte. Immer. Was wir noch betrachten sollten, ist, dass wir vor einer Selbstaufgabe des Rechtsstaats stehen, wenn wir zurückgehen nach Wien und uns ansehen, wer hat denn diese Konflikte jetzt entschärft. Das war kein Richter, da hat es keinen rechtsstaatlichen Prozess gegeben, sondern es war ein Ältestenrat. Und das war scheinbar auch nicht das erste Mal. Es soll schon Vorfälle davor gegeben haben, wo es massive Konflikte zwischen Ethnien in Wien gab. Entschuldigung, da muss man vielleicht zur Erklärung dazu sagen, dass während dieser Konflikte zwischen Tschetschenen und Syrern in Wien sich lange wenig getan hat und dann mehr oder weniger ohne Zutun der staatlichen Autoritäten ein Ältestenrat dieser beiden Gemeinden dann auch eine Art Kommuniqué veröffentlicht hat, das durch die Medien gegangen ist und die haben das also sozusagen nach dem Motto, wir werden keinen Richter brauchen, unter sich ausgemacht, vor der Hand einmal zumindest. Ganz genau, ja. Ja, das muss man mal erstens auf der Zunge zergehen lassen, dass die Rechtsprechung oder die Rechtsfindung in dem Fall in Österreich aus der Hand gegeben wurde an diese Parallelgesellschaften, die sich gebildet haben. Und man muss natürlich auch überlegen, wer wird denn verfolgt von den jetzt Regierenden? Wir haben da unsere geliebte grün-schwarze oder grün-türkise Bundesregierung. Wir haben noch nicht ausführlich geschimpft über die Wiener Stadtregierung, weil schuld in Wien ist einmal hauptsächlich die SPÖ. Muss man auch sagen, deren fällt ja gar nichts ein. Ich weiß nicht, ob sich Herr Ludwig überhaupt jemals geäußert hat dazu. Oder ob er auf Urlaub ist, jetzt ist Sommer. Mehr Polizisten wollte er haben vom Bund. Ja. Und dann hat er nächtlich die Polizeidienststellen geschlossen. Das hat er auch gemacht in Wien. Ja, das sind so sinnentleerte Forderungen auch immer. Das haben wir mal für einen Wochenblick verfolgt über 10 Jahre hinweg, wie viel neue Polizei eigentlich gefordert wurde von der Politik. Und das ist immer im Jahresrhythmus. Wir fordern und wir machen neue Dienststellen. Passiert ist gar nichts. Das ist alles Blödsinn. Und wenn wir bei Polizei bleiben wollten, wer will denn noch zur Polizei? Ist ja auch nicht lustig. Ne? Bei jedem Einsatz stehen lauter Antifa-Aktivisten daneben, filmen mit und dieser Polizist darf es nicht mehr streicheln und lieb zureden. Und man sieht leider auch die Qualität der Beamten auf der Straße. Wären wir fast wieder zurück bei Olympia. Da werden eingesetzt junge, liebe, zarte Mädchen, die optisch aussehen wie 16 Jahre. Und die stehen gestandenen Männern gegenüber, wo es sich halt wahrscheinlich nicht ausgehen wird von der Körperkraft her. Und wo wir auch die Szenen immer wieder gesehen haben, auch in England jetzt, dass diese Beamtinnen völlig chancenfrei sind. Aber eben zurück zu dieser scheinbaren Problemlösung oder Konfliktlösung und eben im Vergleich dazu, was passiert, wenn man die falsche Meinung hat in Österreich. Das wäre der Punkt, auf den ich jetzt hinauskommen will und den haben wir auch in England, in Großbritannien. Es wird auf die eigene Bevölkerung losgeschlagen und zwar wirklich geschlagen. Das haben wir in der Corona-Zeit gesehen, wo die Beamten überall ausgeritten sind. Und noch schlimmer ist es mit der falschen Meinung. Das wird wahrscheinlich bei Ihnen gut nachlesbar sein. Richtig. In Großbritannien gibt es ja einige Aktivisten, die zu Recht diese Kritik ausüben, wie ein Tommy Robinson, der mittlerweile das Land verlassen hat. Er ist ja geflohen, so wie auch viele aus Deutschland zum Beispiel geflohen sind in der Corona-Zeit. Weil sie wissen, massive Repression, Gewalt, Untersuchungshaft,
also die falsche Meinung zu vertreten, kann innerhalb der EU oder in manchen Ländern mittlerweile sehr gefährlich sein. Und ergänzen wir da vielleicht noch ganz kurz, dass es vor einigen Wochen ein Messerattentat eines ruandischen oder ruandastämmigen Briten gegeben hat, der, glaube ich, 3 kleine Mädchen zu Tode gebracht hat und das dann in Großbritannien erstmals, kann man eigentlich sagen, also eine Art Premiere nach einem Attentat von Nicht-Europäern, die Europäer, die Einheimischen auf die Straße gegangen sind, was teilweise auch in Krawalle gemündet hat. Und hier setzen wir wieder vor. Ja, da könnte man jetzt auch viel drüber erzählen, weil auch hier sind wir bei dem Punkt, den ich gesagt habe, gegen die Inländer geht man vor oder gegen die autochthone Bevölkerung. Das hat man in England das wieder gesehen. Also es sind ja verschiedene Gruppen auf die Straßen gegangen, um zu marodieren. Und diejenigen, die im ORF zum Beispiel aufgeschlagen sind bei uns, das waren mal wieder die bösen Rechten. Ja, also das sind Fremdenfeinde und dann werden wieder Demonstrationen inszeniert gegen rechts. Es ist ja auch völlig absurd, Österreich, Deutschland, wo auch immer, ein Migrant ermordet, vergewaltigt, was auch immer, ein autochthones Mädchen. Und das Nächste, was passiert ist, wir haben Großdemonstrationen auf der Straße gegen rechts. Also das ist mittlerweile so absurd, dass man glaubt, man lebt in einem Schildbürgerstaat und es wird interessant sein, was Historiker in 100 Jahren dazu sagen. Also mittlerweile glaube ich, dass wir wirklich in der Zeit der Clownwelt leben oder in einer Zeit, die gleichbedeutend ist mit diesen alten Schildbürgergeschichten. Hoffentlich, ja, hoffentlich wird man sich in 100 Jahren erzählen, wie bescheuert wir in der Gegenwart waren. Ja. Und wo wir eigentlich wieder hin müssten, damit wir auch ein bisschen einen positiven Drall haben. Wir müssen wieder dorthin. Wir haben ja gute Gesetze. Wir haben ja eigentlich ein funktionierendes oder wir hätten ein funktionierendes Rechtssystem. Wir hätten eine Justiz, auf die man sich verlassen können sollte. Ich muss das sehr relativieren. Aber wenn man fremde Täter genauso hart behandelt wie die eigenen, und das sollte man auch, dafür haben wir ja die Gesetze, hätten wir all diese Probleme nicht. Und es kann nicht sein, dass sich Menschen auf der Straße zusammenrotten und andere abstechen, wie es in Wien passiert, weil sie eine andere Nationalität haben. Und wenn ich das jetzt genauso ausspreche, muss ja jeder Sozialist, dann müsste mal klingeln in den Kopf und dann müsste sagen, naja, eigentlich ist das ein Rassismus, den wir nicht wollen, gegen den treten wir seit Jahrzehnten auf. Ja? Und ich kann das nicht nur bei Österreichern sehen und da halte ich es für eine frei erfundene Problematik. Ich kenne diese rechten Gruppen nicht, die auf Ausländer lauern, die zusammenschlagen. Die hat es vielleicht früher gegeben, das mag alles sein. In den letzten Jahrzehnten kenne ich solche Gruppen nicht. Die sind frei erfunden. Aber diesen Rassismus, da können wir uns darauf einigen, wollen wir alle nicht. Wir wollen nicht, dass Syrer sich zusammenrotten und Afghanen umbringen oder Tschetschenen oder was auch immer. Und hier muss man fordern, dass der Rechtsstaat mit aller Kraft hineinschlägt und man muss auch fordern, dass tatsächlich über das Thema Remigration nachgedacht wird, dass man sagt, okay, Intensivtäter, die keine Lust haben auf Demokratie, die muss man halt wieder entfernen. Also, Remigration ist ein gutes Stichwort, weil wenn man sich allein die Zahlen anschaut, dass, wie gesagt, seit 2015 sind 8 Millionen illegale Migranten nach Europa gekommen, 2/3, die kommen, kriegen einen negativen Asylbescheid und trotzdem bleiben 80% einfach für immer in Europa. Das ist das wesentliche Problem am bestehenden System oder an der Nichtdurchsetzung eigentlich gültiger Rechtslage. Das ist eigentlich auch eines der wesentlichen Probleme, dass diese Personen, wenn sie einmal europäischen Boden betreten haben, hier auch nie wieder rauszubekommen sind. Und da wäre ich wirklich bei der Durchsetzung gültiges Recht. Es dürfte eigentlich keiner, wir sind umgeben von sicheren Drittstaaten in Österreich, einen Asylantrag stellen. Also trotzdem landen alle in Österreich, ja, zum großen Teil natürlich, weil wir sie mit allen möglichen Sozialleistungen auch anlocken. Und auch da muss angesetzt werden. Wir müssen all diese Goodies, all diese Zahlungen endlich stoppen. Einerseits nur noch Sachleistungen möglichst auf ein geringes Niveau reduzieren. Und die Sozialleistungen müssen in erster Linie auch für die Österreicher da sein. Ja? Nämlich für die, die in Österreich in Not gedrungen sind, für die eigene Bevölkerung und nicht in alle Herrenländer verteilen, weil dann werden die Leute auch gar nicht mehr nach Europa kommen. Und das sieht man auch am Beispiel Schweden. Da haben sie jetzt ein wirklich strengeres Asylsystem, also kein Familiennachzug und allen möglichen Leistungen gestrichen und schon reisen massenweise auch aus. Also man sieht allein mit solchen Maßnahmen eine klare Linie nach außen. No way, ihr bekommt kein Asylrecht, Familie kann nicht nachziehen, ihr bekommt diese ganzen Leistungen nicht, dann werden schon viele einfach nicht mehr kommen. Auch da muss man ansetzen. Und es ist die Begrifflichkeit der illegalen Migration. Das ist ja ganz wichtig, weil wirklich die wenigsten sind zu Recht hier.
wenn man die ganzen internationalen Verträge betrachtet und Regelungen, eigentlich erst ein sicherer Drittstaat. Wird sich nicht ausgehen, wenn ich mir ansehe, wo ist Afghanistan, wo ist Österreich. Also darum ist es wichtig zu sagen, es ist eine illegale Migration. Und darum setze ich hier fort, in Großbritannien will man das jetzt zu einer Straftat erklären, wenn ich nur die Begrifflichkeit illegale Migration benutze. Also ich darf dieses Problem dort dann auch nicht einmal mehr ansprechen, was uns aber auch zeigt, dass es irgendwelche Kreise im Hintergrund geben muss, die interessiert daran sind, dass diese Menschen hier sind. Vielleicht sogar, dass unsere Gesellschaft destabilisiert und zersetzt wird. Herr Doktor, bitte. Ja, da möchte ich jetzt anschließen, aber kurz noch ein bisschen länger weiter ausholen. Es sind nicht nur die fremden Straftäter ein Problem, sondern auch die fremden Richter. Damit meine ich den sogenannten, ich sage bewusst sogenannten Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der die Europäische Menschenrechtskonvention auszulegen hat und da stets mit seiner Judikatur dafür sorgt, dass die Bleiberechte und so oder auch die Vergabe von Sozialleistungen oder der Ungleichbehandlung zwischen illegalen Migranten oder generellen Migranten und langjährigen Staatsbürgern, Autochtonen, dass die unzulässig sei, weil es angeblich gegen die Menschenrechte verstoßt oder dass da Familien zusammengeführt werden müssen, weil sonst angeblich da eine Verletzung des Grundrechts auf Privatsphäre vorläge. Das ist eben sehr problematisch. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit seiner Rechtsprechung ist einer der maßgeblichen Vorantreiber und Akteure der Förderung der Einwanderung oder auch des Bevölkerungsaustausches, um dieses Wort zu gebrauchen. Und was auch bezeichnend ist, man muss sich da genau anschauen, also wer da drinnen sitzt. Also jedes Mitgliedsland des Europarates kann hat das Recht, einen Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu stellen. Und wenn man sich anschaut, vor allem so von kleineren Staaten, insbesondere so vom Balkan, wo da die Richter herkommen, da waren auffällig viele vorher für sogenannte NGOs tätig, die von einem Herrn finanziert wurden, der in Ungarn als Persona non grata gilt. Also ich spreche da den Großspekulanten George Soros an. Und das sind natürlich eben globalistische Kreise, die einfach ihre eigene Agenda vorantreiben wollen. Das Geld haben sie offenkundig. Und was da mit den Menschen, was da mit den europäischen Völkern, was da mit den Autochtonen geschieht, ist denen einfach wurscht, weil sie halt irgendwie einen neuen Menschen oder was auch immer schaffen wollen. Ich finde es immer erstaunlich, dass, kann ich nur recht geben, vor allem also die Rechtsprechung ist ein Riesenproblem, weil sie mehr Recht setzt als spricht. Also das erleben wir in dem Bereich, aber auch in allen möglichen anderen, wenn es darum geht, Kompetenzen an die Europäische Union abzugeben. Das meiste wurde ja nicht im Wege einer politischen Konsens geschaffen, sondern eigentlich durch Rechtssetzung über den Europäischen Gerichtshof. Ja, auch allein die Binnenfreiheiten sind die berühmtesten Beispiele, die eigentlich durch Rechtssetzung geschaffen wurden. Aber auch im Zusammenhang jetzt mit Asyl und Migration, dass die Menschenrechte von allen Herren Ländern anscheinend immer wesentlich mehr zählen als die Menschenrechte der autochthonen Bevölkerungen. Ja. So kann man diese Politik über die Gerichtshöfe eigentlich nur noch zusammenfassen. Und das ist, gehört auch dringend beendet. Ja. Für Rechtssetzung, klare Trennung zwischen Gerichtsbarkeit und ja, Rechtssetzung. Wenn Sie gerade sagen, dass die Gerichtshöfe immer mehr Rechtssetzung betreiben, da fällt mir nur ein, die Warnung von Montesquieu, also der Schöpfer der Lehre von der Gewaltenteilung, der davor gewarnt hat, also wenn da die Richter, die Macht, die Gewalt eines Gesetzgebers haben, dann herrscht keine Freiheit mehr. Ja. Es ist, um noch einmal auf Großbritannien zurückzukommen, ich kann mich erinnern, dass es vor einigen Jahren während dieses Attentats in Hanau in der Bundesrepublik ausnahmsweise mal, wenn überhaupt so geschehen, in die andere Richtung, wo also Ausländer die Opfer gewesen sind, hat ein Journalist in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben, man könne, Zitat, den Ausländern oder den Leuten mit Migrationshintergrund in der BRD gar nicht dankbar genug sein dafür, dass sie trotz solcher Attentate auf ihre Gemeinde sozusagen stillhalten. Dergleichen hat man natürlich auch von der FAZ nie gehört, wie es sonst immer in die andere Richtung gegangen ist und es deutsche Opfer gegeben hat. Jetzt haben wir aber in Großbritannien, wie gesagt, erstmals
eine Reaktion der Einheimischen. Aber in Großbritannien haben wir doch jetzt die Situation, dass auch die Leute auf die Straße gehen und eine Gegenreaktion zeigen. Ist das eine Trendwende, Frau Steger, die auch Österreich irgendwann erreichen wird? Wird das etwas ändern, auch an der Mentalität der Machthaber, wenn sie sehen, irgendwann langt es den Leuten? Ich glaube, das, was wir in Großbritannien jetzt sehen, ist, dass irgendwann die Menschen einfach genug haben. Zu Beginn möchte ich natürlich sagen, es ist natürlich jede Form von Gewalt immer abzulehnen. Ja. Aber dass das jetzt so dargestellt wird, als wäre ob jede Demonstration, die jetzt auch in Großbritannien stattfindet, immer irgendwie mit Ausschreitungen verbunden ist, ist auch einfach falsch. Es gibt auch viele Demonstrationen, die jetzt dort stattfinden, die vollkommen friedlich ablaufen. Aber auch das kennen wir aus Österreich, aus Corona-Zeiten, wo dann Politiker sich hinstellen und versuchen mal alle zu verunglimpfen als Gewalttäter, als Extremisten und wie Kogler damals ausgedrückt hat, Schwurbler bis Nazis, ja, haben wir alles gehört, wo die ganzen Demonstrationen verunglimpft wurden, und dasselbe findet natürlich auch in Großbritannien statt. Aber wenn so etwas stattfindet und wirklich jetzt wöchentlich, täglich irgendwo schon demonstriert wird und es dann wirklich eskaliert und auch zu Ausschreitungen in dieser Form auch kommt, ja, die gibt es, dann muss man sich schon irgendwie die Frage stellen, warum oder wie ist es so weit gekommen? Man muss sich diese Frage endlich stellen. Und da, ja, Auslöser, das ist ein Attentat, ja, wo diese 3 Mädchen bestialisch ermordet wurden, ist ja nicht der Auslöser. Das ist der berühmte Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen bringt. Aber Auslöser, und das muss man in dieser Klarheit sagen, ist diese unkontrollierte, illegale Massenzuwanderung. Die Leute haben genug, sie wollen das nicht mehr. Sie wollen diese Überfremdung nicht, sie wollen sich nicht als Fremde im eigenen Land fühlen. Sie wollen diese Attentate, Messerstechereien, diese Vergewaltigung, die zunehmen, diese Kriminalität, die zunimmt, diese Überfremdung, sie wollen das alles nicht haben. Und dann gibt es 2 Möglichkeiten von der Politik, darauf zu reagieren. Ja, entweder man fängt an, umzudenken, auf die Bevölkerung zu hören, zu sagen, was ist der Grund, was können wir anders machen, wie können wir die Situation besser lösen. Oder, und das erleben wir leider vom sozialistischen Premierminister in Großbritannien, der wieder alle kollektiv als Extremisten diffamiert und sich dann eigentlich noch auf die andere Seite schlägt und wirklich die eigene Bevölkerung de facto verratet. Das wird aber die Situation nicht bessern. Nein, das wird dazu führen, dass es eigentlich noch mehr Ausschreitungen geben wird, weil das einfach die Bevölkerung offenbar nicht mehr hinnehmen. Und das passiert jetzt in Großbritannien, aber wenn das so weitergeht, wird das auch noch in anderen Ländern bis hin zu Österreich auch passieren. Das ist auch ein Punkt, den ich sehe in den letzten Tagen und Wochen. Es ist nach dem Motto, Druck erzeugt Gegendruck, und man darf eins nicht vergessen, man kann Menschen nicht endlos lange ungerecht behandeln. Wenn das, was in England passieren würde, dem Recht entspricht, glaube ich, würde man viel weniger Gegenreaktion sehen. Aber da werden es mittlerweile 10-jährige Mädchen auf der Straße verhaftet, habe ich gesehen, weil sie angeblich die falsche Meinung gehabt haben. Da werden Aktivisten eben verfolgt, wie der Tommy Robinson, der auch im Grunde genommen nichts getan hat. Der hat kein Gewaltverbrechen, sonst irgendwas gemacht. Er hat einfach die falsche Meinung, wie bei uns ein gewisser Herr Sellner zum Beispiel. Das sind Dinge, je mehr Menschen betroffen sind, desto mehr Gegendruck wird es geben. Was man natürlich auch zur Ausgangsfrage zurück sagen kann, ich glaube, in Deutschland und Österreich wird es seitens der autochthonen Bevölkerung sehr ruhig bleiben, weil die Menschen zum Glück keine Gewaltkultur haben. Also sie sind gezähmt, meiner Meinung nach, und das ist ja gar nicht so schlecht, wenn man nicht alles unbedingt mit Faustschlägen auf der Straße austrägt. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Gesellschaft, die keine Gewaltkultur hat, keine höfliche Gesellschaft. Das ist das interessante Paradoxon daran, weil wenn ich zurückgehe 100 Jahre und ich weiß, wenn ich jemanden beleidige, dann kann es sein, dass er mich zum Duell fordert. Dann beleidige ich ihn nicht, ne? Das ist ja ganz klar. Und wenn aber jeder weiß, ich kann auf sozialen Medien jedes Wort schimpfen, das mir einfällt, das wird keinerlei Konsequenzen haben, dann wird das auch passieren. Und in der Situation sind wir. Wir haben Menschen, die auf der Straße wenig miteinander kommunizieren, schon gar nicht mit Gewalt oder bösartig. Und hintenrum sagt man sich irgendwo alles, aber dass sich da 100 Österreicher finden und einmal irgendetwas tun, was wir ablehnen, nämlich Gewalt ausüben, das wird nicht passieren. Und diese Kultur ist aber in Frankreich und in England völlig anders. Wenn man da in die Pubs hineingeht, das hat auch viel mit Sport zu tun, glaube ich. Das sind dort trotzdem diese ganzen Fußballfans und andere Sportarten, die auch einen gewissen Zusammenhalt haben
und in ihrer Hooligan-Kultur, wenn man so will, auch sehr viel Gewalt ausüben. Also es ist wirklich völlig anders. Wenn man in England in einen Pub geht, wo die autochthone Bevölkerung ist, dann gehen viele nur darum auf die Toilette, um sich das Blut runterzuwaschen. Das ist so. Also das muss man mal gesehen haben, das glaubt man nicht, wenn man in Deutschland und Österreich sozialisiert worden ist. Und sehr ähnlich ist es teilweise auch in Frankreich. Und diese Länder haben auch, speziell Frankreich, eine andere Kultur, was jetzt den Widerstand der Bevölkerung betrifft. Also da habe ich eher die Hoffnung, unter Anführungszeichen, dass sich Änderungen von dort aus vielleicht ergeben, weil ich glaube, in Deutschland stimmt ja der gute alte Schmäh. Bevor der Deutsche irgendwas macht, wird er mal fragen, naja, welches Formular muss ich das ausfüllen und kriege da einen Stempel, dass ich das demonstrieren gehen darf. Also mehr werden wir hier nicht zu erwarten haben. Was aber zu befürchten ist, wir haben jetzt diese Parallelkulturen von anderen Ethnien, die völlig anders sozialisiert worden sind, die gerne ihre Konflikte mit Messer, mit Waffe, mit was auch immer regeln. Die werden sich mehr und mehr gegenseitig bekriegen, weil sie auch sehen, dass es ein gewisses Vakuum gibt in der Ausübung der Herrschaft, der Macht, weil ja der Staat diese Macht eigentlich ausüben sollte in der Demokratie. Ja. Wenn jetzt eine Bevölkerungsgruppe, und das vergessen wir nämlich oft in der Diskussion, sind nicht nur Österreicher die Gewaltopfer. Sie sind zuerst einmal untereinander Gewaltopfer. Die Migranten stechen sich gegenseitig ab, erschlagen sich, vergewaltigen Frauen, was auch immer. Aber es kommt nicht einmal alles zum Richter. Sie regeln das selbst mit Gewalt, mit Friedensrichter, mit sonst irgendwas. Ältesten Räten. Ganz genau. Und die sehen ja, dass sie keine Hilfe von unserem Staat kriegen. Die sehen, dass diese Demokratie, die angeblich so toll funktioniert, überhaupt nicht funktioniert. Ja, weil die haben ja auch das Problem in der Familie. Und dann gibt es auch dort Reiche und Arme. Und Menschen aus armen Familien sind eher die Opfer, die werden eher vergewaltigt, ausgeraubt, was auch immer. Aber die haben vielleicht Freunde. Und dann kommt eben eine große Gruppe und kämpft gegeneinander, bevor sie zum Richter gehen, der eh nicht hilft. Und das ist eine große Gefahr, die wir in den nächsten Jahren sehen werden, die wir jetzt in Frankreich sehen, Großbritannien sehen und auf den Straßen Wiens mittlerweile sehen, dass sich diese Menschen das gegenseitig ausmachen. Also ich hoffe, dass Sie recht behalten, dass es tatsächlich nicht zu solchen Gewaltausschreitungen in Österreich auch kommen wird. Aber ich sage immer, nichts ist mehr undenkbar. Es ist immer nur eine Frage, was muss noch alles passieren, bis irgendwann auch hier das Fass zum Überlaufen kommt. Weil wenn man sich zurückerinnert, vor der Corona-Zeiten wären damals auch solche großen Massendemonstrationen auch undenkbar gewesen. Doch dann ist eine schwarz-grüne Regierung gekommen und hat die Grundrechte ausgehöhlt, mit Füßen getreten und die Menschen zu Hause eingesperrt. Und irgendwann sind Massenproteste auch entstanden. Und wie gesagt, jetzt erleben wir auch in Österreich eben immer mehr Messerstechereien, immer mehr Mädchen, immer die vergewaltigt werden, umgebracht werden. Und irgendwann wird es auch einer Bevölkerung zu viel und dann ist die Gefahr, dass das Ganze explodiert. Ich hoffe, es passiert nicht und ich hoffe, dass auch die Wahlen daran etwas ändern können, weil die Bevölkerung hat es ja auch in der Hand, eine andere Politik, auch jetzt bei den kommenden Nationalratswahlen, zu wählen, damit wir dann auch, wir Freiheitliche, in die Position kommen, da vielleicht die notwendige Trendwende zu schaffen und auch im Asylbereich in Österreich, aber dann in weiterer Folge auch in die Europäische Union zu fahren und gegen all diese Wahnsinnigkeiten im Asylbereich auch ein Veto einzulegen. Weil dafür brauchst du einen Bundeskanzler und dafür brauchst du die zuständigen Minister, die dann dort auch hinfahren, auch in Partnerländer in der Europäischen Union auch suchen. Ich glaube, Ungarn bietet sich dafür zum Beispiel sehr gut an mit dieser Asylmigrationspolitik. Einfach, dass man auch Mehrheiten auch findet und dann tatsächlich diese Trendwende auch zustande bringt, damit es eben niemals zu diesen Ausschreitungen noch kommen wird in Österreich. Doktor. Ja, was ich noch sagen wollte, meiner Meinung nach ist ein Auslöser da der Ereignisse in Großbritannien, dass immer mehr Autochtone einfach nicht mehr von der Politik und von den Systemmedien gegängelt werden wollen, irgendetwas vorgegaukelt bekommen wollen, dass ja, die Migration ist gut, wir brauchen sie, das ist eine Bereicherung, ohne Migration würde die Wirtschaft zusammenbrechen und ja, Migrantengewalt, ja, das ist ja ganz ein minimales Thema und ja, und wer das anspricht, ist ein böser Rechter. Sie sehen die mediale und politische Wirklichkeit und sie sehen die tatsächliche Wirklichkeit, die immer mehr auseinanderklafft. Und da ist offenkundig eine Situation entstanden, die vielleicht auch so ähnlich war im Sommer, Herbst 1989 in der DDR,
die SED hat dann noch immer behauptet, ja, es geht uns gut, die DDR ist super und toll und in allen Bereichen dem Westen und der kapitalistischen Bundesrepublik überlegen. Und im Prinzip ist die DDR vor die Hunde gegangen. Und irgendwann einmal, ja, sind dann die Leute auf die Straße gegangen und haben dann durch Massenproteste, durch friedliche Massenproteste etwas bewirkt. Nämlich sie haben dann die SED-Führung quasi zum Rücktritt gezwungen und damit auch das Ende der DDR eingeleitet. Also Sie hoffen, dass diese Zähmung hierzulande noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass selbst wenn es ganz schlimm und drückend wird, die Leute eben nicht auf die Straße gehen? Nein, das meine ich nicht. Also was ich sagen wollte, es muss nicht immer so, wenn die Leute genug haben, die Schnauze voll haben, es muss nicht immer in Gewalt ausbrechen. Ja. Es gibt auch andere Möglichkeiten, da um einen grundlegenden Wechsel herbeizuführen. Zum Beispiel Wahlen oder wenn es nicht anders geht, wie es zum Beispiel da in der DDR war. Ja. Ja, apropos grundlegender Wechsel und Wahlen, wenn ich mich erinnere, die letzte freiheitliche Regierungsbeteiligung war ja ein ganz wesentlicher Grund, warum man dem damaligen Bundesinnenminister Kickl Extremismus und allerhand Teufeleien vorgeworfen hat, dass er gesagt hat, sinngemäß, ja, wenn das mit der Genfer Konvention zu solchen Ergebnissen führt, na, da muss man halt austreten oder sie ändern. Das ist ja eine der entscheidenden Fesseln, um eine entsprechende Migrationspolitik zu machen in Europa. Die andere nach wie vor das Problem, dass diese Leute ja niemand zurücknehmen möchte. Jetzt stehen, wie Sie gesagt haben, die Wahlen vor der Tür. Was sind da die Ideen der Freiheitlichen, um diese zwei gordischen Knoten zu zerschlagen, diese Fesseln aus internationalen Verträgen und so weiter und den Umstand, dass unsere Gäste niemand zurückhaben will? Ja, es ist, weil Sie das Beispiel gebracht haben, erstaunlich, wie der damalige Bundesinnenminister Herbert Kickl gesagt hat, das Recht muss der Politik folgen. In der Hinsicht natürlich gemeint, dass die Politik schon auch Gesetze beschließt und Gesetze ändern kann. Ja. Eigentlich etwas Selbstverständliches, wie damals diese mediale Aufregung durch die Decke gegangen ist, ganz einfach, weil es ein Freiheitlicher war, einfach wurde instrumentalisiert. Und jetzt ein paar Jahre später sind dann reihenweise auch andere Politiker rausgegangen und haben diese Forderung genauso aufgestellt, die zum Beispiel von der ÖVP, die damals groß aufgeregt gespielt haben, sage ich jetzt einmal. Aber dass das andere Hintergründe haben, warum sie den Herbert Kickl dort loswerden wollten, weil da einfach in dieses schwarze Netzwerk da im Innenministerium offenbar zu viel Einblick hat. Das wissen wir mittlerweile auch. Also das hat da andere Hintergründe. Was ist unsere Forderung? Asylmigration ist natürlich eines der zentralen und wichtigsten Themen auch für die Zukunft, für Österreich, aber für die gesamte Europäische Union, weil es zentrale und wichtigste Aufgabe eines Staates ist, einfach für die Sicherheit ihrer Bürger zu sorgen. Und wir haben das unter dem Titel auch bekannt gegeben, schon vor längerer Zeit, diese Festung Europa. Und wenn die Europäische Union dazu nicht imstande ist, müssen wir diese Festung Österreich sicherstellen. Natürlich ist es ein Bild dafür, dass wir einfach darüber entscheiden müssen und sollen, wer zu uns kommt. Ja, Herbert Kickl bringt ja dann immer auch gerne dieses Beispiel des eigenen Hauses, was selbstverständlich ist, dass wenn ich ein Haus habe, nicht die Tür weit offen lasse, den Zaun vorne auch noch unversperrt, jeden hereinlasse, der isst und nutzt aus und bezieht Strom und Geld und dann wird er noch kriminell oder schlagt ein Familienmitglied nieder und ich sage trotzdem herzlich willkommen und bleib bei uns. Nein. Also wir müssen weg von diesem Ausnutzungsstadium, was wir jetzt haben, dass Menschen aus allen Herren Ländern kommen und eigentlich Österreich ausnutzen. Und jetzt hat auch Bundesobmann Herbert Kickl auch ein paar interessante neue Vorschläge gebracht, zum Beispiel, dass das Asyl generell, wenn die Personen ein Asylrecht bekommen, einmal auf 3 Jahre befristet sein soll. Und danach fällt es automatisch weg. Das heißt, es bringt auch die Flüchtlinge in die Pflicht, nachzuweisen, ob überhaupt ein Verfolgungsgrund noch vorhanden ist. Wenn nicht, dann hat die Person auch das Land zu verlassen. Da wären wir wieder bei dem Rückübernahmeabkommen, die auch endlich an zum Beispiel Zahlungen wie Entwicklungshilfe verknüpft werden müssen. Ist ja auch absurd, dass Österreich hunderte Millionen an irgendwelche Länder zahlt, an Entwicklungshilfe, also enorme Summen und nicht einmal Bedingungen stellt, dass sie am Schluss ihre eigenen Leute wieder zurücknehmen. Also damit fängt schon mal an.
Es geht aber auch um diese klare Message nach außen. Diese No way, wir wollen euch nicht, ihr habt kein Anrecht auf Asyl. Das bewirkt schon extrem nach viel. Australischem Vorbild. Genau, nach australischem Vorbild. Deswegen war ja auch damals in der Regierungsbeteiligung das Ausreisezentrum, was auch groß kritisiert wurde und wo dann am Schluss ein ÖVPler der Erste war, der das Schild wieder abgehängt hat. Das war ein Signal, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass jeder, der kommt, auch hier bleibt, sondern im Wesentlichen, wenn es einen negativen Asylbescheid gibt, hat die Person das Land zu verlassen. Das hat schon Wirkung. Auch diese Symbolik hat Wirkung. Auch das muss man verstärken. Und pauschal sollen einfach allen, wenn zum Beispiel Kriegsgebiete Syrien, wo es mittlerweile auch sicher ist, war gerade Thema in den Medien, der Heimaturlaub, ja, also Personen, die in ihr Land auf Heimaturlaub fahren, ja, aber hier Asylstatus haben, ja, sollten automatisch einmal sowieso das Asylrecht verlieren, genauso wie Kriminelle automatisch einmal, wer hier irgendeine Straftat begeht, und das ist egal, wie klein sie ist oder groß, soll einmal das Asylrecht verlieren. Also jeder, der kriminell wird, hat jedes Anrecht auch verloren. Aber dass auch automatisch jeder, wo aus einem Gebiet kommt, aus einem Land kommt, wo es mittlerweile sicher ist, automatisch auch überprüft wird und das Asylrecht verliert. Also jeder Syrien ist mittlerweile sicher, sollte dann automatisch auch den Asylstatus verlieren. Und das sind viele Dinge, und das fängt dann auch wieder an im Sozialsystem. Zuerst Sozialleistungen für österreichische Staatsbürger. Ja? Nur diese ganze Familienbeihilfe, die ganzen Mindestsicherung, kein Recht mehr für Asylanten, auch keine irgendwie Zuwanderung in die Staatsbürgerschaft. Da gibt es so viele Stellschrauben, wo man auch national dran drehen kann. Und jetzt bin ich noch gar nicht bei der europäischen Politik, dass wir endlich diese Massenmigration auch beenden und damit auch für Sicherheit für die eigene Bevölkerung sorgen. Man muss sich das nur mal trauen. Weil das ist meistens ja das Argument, es geht nicht. Die EU-Regeln, die verbieten das, und es stimmt ja auch, die meisten Gesetze kommen mittlerweile aus der EU herein und rein theoretisch dürfen wir nichts mehr selbst entscheiden. Aber es gibt Beispiele wie Orban in Ungarn, der einfach den Mut hat, der sagt, das macht er. Ja. Der sagt, ja, dann macht ein Vertragsverletzungsverfahren von der EU, es ist mir egal. Und das muss man sich wirklich einmal durchdenken, weil was soll denn passieren? Wenn ein Land sagt, das macht nicht mit, was soll passieren? Schickt die EU dann eine Polizeitruppe und verhaftet unseren Kanzler? Das kann man ja mal ausprobieren. Schauen wir mal, was passiert. Aber man muss den Mut haben. Und der Österreicher ist meistens sehr feig, meiner Meinung nach, speziell wenn er für die ÖVP arbeitet. Und sagt natürlich, ich kann da nichts machen und es ist eh gut, dass die das dort entscheiden, die wissen ja eh, was besser ist für uns. Ne? Und demgegenüber würde vielleicht eine freiheitliche Politik stehen, auf die ich hoffen würde, wenn der Herr Kickl mit ausreichend Mandaten ausgestattet wird, würde ich ihm zutrauen, eine Politik wie Orban zu versuchen. Natürlich werden alle schreien, es werden unsere eigenen Systemmedien schreien, es werden alle anderen Länder schreien, es wird dann vielleicht auch so einen Aufstand geben wie bei Ungarn, dass eine gewisse Anzahl von Abgeordneten sagen, die müssen wir rausschmeißen aus der EU. Ja, dann ist das so. Dann ist das Ende der Europäischen Union bald, wenn alle rausgeschmissen ganz genau werden. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, Bündnisse. Man kann sich einmal nach Osten orientieren, zu all den Ländern, die Mut haben und sich trauen, einen anderen Weg zu gehen. Ich glaube, Mut ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, Mut hat vor allem unser Bundesobmann Herbert Kickl auch bewiesen, dass er ihn hat und vor allem auch konsequent und geradlinig in der Politik ist. Also ich glaube, er wird schon für die notwendige Trendwende sorgen, aber auch weil Ungarn angesprochen wurde, ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, wenn man die Zahlen vergleicht. Ich glaube, 45 Asylanträge in einem Jahr im Vergleich zu 80.000, 100.000, 110.000, die wir hatten. Ja. Also da sieht man schon, dass man mit einer nationalen Politik sehr wohl was bewegen kann. Und ja, Ungarn wurde jetzt verurteilt, überrascht vom EuGH für diese restriktive Asylpolitik in der Höhe von 200 Millionen Euro, ja, also Riesensummen. Aber da wäre ich jetzt wieder gerade der Unterschied zwischen Österreich und Ungarn, weil wir sind Nettozahlerstaat. Also wollen Sie uns verurteilen, dann zahlen wir einfach weniger. Dann sagen wir, na gut, die Europäische Union ist selber nicht in der Lage, sich an ihre Verträge zu halten. Sie bricht Recht am laufenden Band. Da gibt es jetzt unzählige Themen, die ich aufzählen könnte, angefangen von den Korruptionsskandalen im Europäischen Parlament bis hin zum No-Bailout, keine Haftung für Schulden anderer Staaten. Also da gibt es ja unzählige Rechtsbrüche. Die Europäische Union hält sich nicht an ihr eigenes Recht, aber verurteilt dann immer die Mitgliedstaaten zu Zahlungen, sage ich. Wir sind Nettozahlerstaat. Dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir da auch einmal Druck ausüben da einfach standhaft bleiben. Ich glaube, da ist einiges möglich. Herr Dr. Tomaschitz, Sie haben noch die Gelegenheit für ein Schlusswort. Ein Schlusswort, also es wäre sehr wichtig, da endlich einmal wirklich selbstbewusst gegenüber der EU, gegenüber der Brüsseler Eurokratie aufzutreten
Und das ist von der ÖVP, also von einem ÖVP-Bundeskanzler oder von einem zuständigen ÖVP-Europaminister sicher nicht zu erwarten, denn die ÖVPler wollen ja alle Pro-Europäer sein. Und was die ÖVP meisterhaft beherrscht ist, in Österreich vorzugaukeln, österreichische Interessen zu vertreten. Aber in Brüssel werden die österreichischen Interessen am EU-Altar bereitwillig geopfert und verkauft. Das wird die Frau Steger hoffentlich in Kürze zu ändern beginnen. Ja, aber da kann ich 100 Beispiele aufzählen, aber daran arbeiten wir auch. Ich möchte mich zunächst einmal bedanken bei den Gästen hier und heute im Ferdinandihof. Wir sind da einen weiten Weg gegangen von den Olympischen Spielen in Paris über Wien-Meidling ins EU-Parlament und Florian Machel hat uns sogar auf die Toiletten englischer Pubs mitgenommen. Herzlichen Dank fürs Kommen an Florian Machel von Report 24, an Dr. Bernhard Tomaschitz von zurzeit und an die Abgeordnete zum Europäischen Parlament Petra Steger. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie wieder dabei gewesen sind. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie empfehlen uns weiter, abonnieren unseren Kanal und sind beim nächsten Mal auch wieder dabei. Alles Gute bis dahin und auf Wiedersehen.